Wunderschönen guten Tag. Könnt ihr ahnen, was sich verändert hat? Nicht nur die Insel ist ein bisschen heller geworden, nein, die Kamera ist auch viel ruhiger. Ich hab's gefixt bekommen. Hätte mich vorher auch einfach mal 2 Minuten mit beschäftigen können, dann hätte es von Anfang an so gehabt. Und ich kann jetzt auch spritzen beim Laufen. Es ist alles in Ordnung jetzt. Jetzt gibt's keine Probleme mehr. Gut, ach genau, da geht der nächste Spaß weiter. Und jetzt habe ich echt keine Probleme. Die Kamera ist so wunderbar. Ich habe die so nicht gemocht, die letzten 4 Videos. Das sind neue Gegner. Aber man sieht, es lag einfach nur an der Einstellung. Und nicht am Spiel. Das hätte mich auch gewundert. Das wäre ja unzumutbar gewesen. Aber mein C-Stick war irgendwie da nicht so... Der ist ein bisschen überempfindlich, habe ich das Gefühl, am Computer. Beim GameCube-Controller. Ich wundere mich, dass keine Musik... Hä? Ist das hier gerade normal? Warum dauert das so lange? Ihr nervt. Ich glaube, ich muss lang genug... Ah, ich muss mich halt hier verteidigen. Lang genug drauf... Ach, das ist tot. Endlich. Er wird immer schwieriger. Man merkt schon. Muss ich mich erstmal um die noch kümmern. Ist das eklig hier. Moment, wenn ich springe... Kann ich hier... Ja! Geil! Ich hatte es noch irgendwie so im Hinterkopf, dass das ging. Das ist ja noch... Oh, die Musik ist wieder normal geworden. Jetzt aber. Bringen wir dich mal schnell um. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Ist hier eine neue Welt? Jetzt eine Kurznachricht. Ja, lese ich ein bisschen Zeitung. Immer so ein bisschen Twitter-Feed nebenbei. 2002 gab es noch gar kein Twitter, oder? Hilfe. Ich bin auf Twitter seit 2009. Meinen ersten Tweet habe ich verfasst im Jahre 2016, glaube ich. Und seitdem habe ich schon über 100 Tweets verfasst. Ich bin ein richtiger Twitterer geworden. War nichts mehr anderes quasi. Nein, er ist wieder runtergegangen. Ich war zu langsam. Ich dachte, ich könnte mir hier ein bisschen Zeit lassen. Komm, du bist echt eine Nummer stärker als die anderen, die ich bisher hatte. Das merkt man schon. Das ist glitschig. Wer hat denn jetzt nach mir was geschmissen? Oh, schnell. Zu langsam, das gibt's nicht. Der ist mir über. Wie lange bin ich jetzt schon an dem? Schon seit 3 Minuten fast. Jetzt stirb endlich. Seine Mithelfer sind das Problem. War's das? Danke. Das Wasser hat gereicht. Aha, Leuchtturm. Ein leuchtiger Turm. Ich habe kein Wasser mehr. Das hat ja gerade so ausgereicht, offenbar. Oder es war einfach so getriggert, dass der genauso lange durchhält, wie man Wasser hat. Gut, ich bin schon durch das Wasser. Ein bisschen sauberer geworden. Hallo, Tod. Na, hast du wieder was Versautes angestellt? Jetzt sei dankbar. Danke, Mario. Die Toads in Mario 64 haben mir noch Sterne gegeben. Ein neues Level. Kurznachrichten. Die Polizei von Isla Delfino untersucht, ob zwischen den kürzlich stattgefundenen Graffiti-Verstößen und dem Abbruch der Verbindung zu Monte Bianco und Porto Doro ein möglicher Zusammenhang besteht. Bestimmt. Ich glaube, die Nachrichten kann man getrost vergessen. Wo ist das denn? Da muss ich schnell hinlaufen. Warum ich überhaupt hier von dem Level weggegangen bin? Es gibt ja noch ein anderes hier, glaube ich. Genau das hier. Beim Bootshaus. Hier muss man so springen. Oh nein! Weil... Ist es hier gewesen? Ich weiß gar nicht, wo das war. Das werde ich noch irgendwann rausfinden. Da ist ein X. Ich glaube, das war's. Hier hat man halt nicht mehr diesen Weitsprung mit ZA. Weiß, dass jemandem was sagt. Ja, genau. Es gibt immer 2 Blaumünzen. Interessant. 1 auf der einen Seite, 1 auf der anderen. Autsch! Nein, 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 nein. Oh. Hätten beinahe nochmal laufen dürfen. Aber nur beinahe.
gucken wir uns das zweite Level an. Ich glaube, das erste habe ich noch gar nicht komplett beendet. Das ist so blöd. So. Und... Ja, Moment. Scheiße, ich bin schon wieder ver... Oh. Was kommt davon, wenn man mitten in der Nacht aufnimmt? Zack. Oh, Peach, hallo. Du wolltest doch nach Hause, oder? Brauchst du dich nicht alleine? Oh, ich spüre es wieder. Das ist nicht gut. Was? Ist erneut etwas Schlimmes geschehen? Es fühlt sich so an. Was bist du denn für ein Medium? Mario, könntest du bitte für mich nachsehen? Wo? Unter deinem Schirm? Ich weiß nicht, was das für eine komische Aussage war. Aber egal, jetzt schaffen wir das. Jetzt merken, nicht zum Level, nicht zum Level, nicht zum Level. Da ist das Level, aber nicht zum Level. Sondern hier links. War jetzt nicht so schwer. Dann fehlen ja nur noch 8 für die nächste Tauschinsigne. Insignie. Ich habe den ersten Teil noch nicht freigegeben, deswegen weiß ich nicht, ob das irgendjemand in den Kommentaren vielleicht verraten hat, wie man das ausspricht. Ich könnte ja googeln, aber ich mache lieber Let's Plays und warte dann, dass da jemand drauf antwortet. Porto Doro. Riesenärger mit Riesenblooper. Langsam dürfte das alles noch schwieriger werden. Bin ich froh, dass jetzt alles mit der Kamera und der Steuerung stimmt. Schön. Ich kann mich ja gar... Doch minimal kann ich mich erinnern. Genau an diesen Heini da. Ich will nichts verraten. Minimal kann ich mich erinnern. Aber so richtig kenne ich eigentlich nur das erste Level. Und das ist jetzt vorerst abgeschlossen. Ja gut, das ist halt auch so eine Karibik-Musik. Oh, hallo. Die Tintenfische, euch kenne ich doch. Aus Mario 64. Da wart ihr aber nicht so platt gedrückt. Sag mal so, mein Lieblingslied ist das nicht, aber kann man halt so nebenbei anhören. Aber es gibt ja genug andere Titel in diesem Spiel, die mehr meinem Geschmack entsprechen. Audial. Hey, benötigst du eine meiner speziellen... Ah, der schon wieder. Oh nun, das bedeutet, du bist noch nicht bereit. Du musst noch eine Weile auf Isla Delfino bleiben. Ich bin gespannt, was die bewirken. Ist es dann einfach zu hell, damit man es ein bisschen dunkler kriegt dann mit den Sonnenbrillen? Wäre irgendwie witzlos. Dann macht man es erst hell, nur damit man es wieder dunkler haben kann. Gut, hier kann ich wieder... Oder ist das hier was anderes? Nein, das ist genau dasselbe. Wie auf der Oberwelt. Wo will ich hin? Was ist meine Aufgabe? Riesenärger mit Riesenblooper. Ich glaube, der war hier hinten irgendwo. Vielleicht... Ah, doch, doch, doch. Hier. Da wollte ich hin. Kann ich da direkt... Spring mich an. Oh, lande auf dem Gitter, lande auf dem Gitter. Hier wollte ich nämlich hin. Ist das schon Blooper? Der ist nicht mehr platt gedrückt. Der sieht noch schöner aus als... Moment. Ich muss überlegen, wie ich die umbringe. So. Ich habe nämlich keinen normalen Schlag mehr. Oder den hier vielleicht. Funktioniert der? Oder so. Ansonsten muss ich alles weg. Ah, oder so. Weg, pusten. Mit meinem Wasser. Was in aller Welt ist dieses Zeug? Ich kann meine Arbeit nicht erledigen. Dann mach doch ein Nickerchen. Daran erkennt man Untergebene und Arbeitgeber. Das wird wohl ein Arbeitgeber sein. Oder ein Abteilungsleiter. Oder sowas. Das lief ja gut. Und nee, muss ich jetzt alles nochmal... ich kann es ja mal riskieren. Ah, schnell! Da gingst du gerade hoch. Ich komme da nicht durch. Nein, da ist eine unsichtbare Wand. Cool. Kann man nicht einfach tricksen. Da ist eine blaue Münze. Das ist aber sehr verschwommen, die Grafik. Ah, jetzt ist besser. Das ist also das, was Wasser ausmacht. Nach unten. Moment, ich muss die Steuerung lernen unter Wasser. Bei Mario 64 irgendwie war das anders. Ach, mit B. B runter, A hoch.
Ist ja doch nicht so ungewohnt. So, nehmen wir die Münzen mit, auch wenn ich die eigentlich nicht benötige. Und dann wieder zum Anfang. Hm, müssen wir das alles nochmal machen. Vielleicht kann ich auch das Gitter hochklettern. Kann ich hier springen und dann... Genau. Bräuchte doch ein paar Münzen. Haben die Münzen mich gerade nicht geheilt? Die haben nur meinen Sauerstoffvorrat, glaube ich, aufgefüllt. Aha. Das funktioniert noch. Und jetzt? Und jetzt? Gut, ich würde gerne den Rückwärtssalto machen, aber den kann er nicht. Den hat er verlernt, seitdem er die Düse hat. Naja, vorher auch schon in diesem Spiel. Halt dich fest, danke. Dann kann ich das ja noch retten. Da hinten hin will ich. Irgendwo da war der doch. Hoffentlich. Wer bist du denn? Die mögen kein Wasser. Na doch, der lebt noch. Der hat aber nicht viel ausgehalten. Das war kein Endgegner, das war nur ein Vorgeschmack. Da habe ich ein M gesehen im Hintergrund. Da, Vorsicht, da ist leere Fläche. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Ich ahne schon, dass die hier ordentlich mit roten Münzen ihren Spaß haben werden. Und wir dadurch auch. Vorsicht. Gut. Man muss nur zielen können. Und schon bin ich wieder voll fast geheilt. Da ist ein Pfeil, der sagt mir doch immer, wo es hingeht. Das ist doch auch Graffiti. Warum ist das denn erlaubt? Das ist Werbung, das wird bezahlt. Alles gut, werbefreundlich. Super. Genau da wollte ich hin. Das wurde einem doch auch am Anfang gezeigt, oder? Was man die Welt betrat. Der Tintenschleim kommt aus den Containern dort vorne. Ich denke, ich habe noch nie etwas derart Klebriges gesehen. Mein Beileid. Gut, Wasser? Kann ich das irgendwie auffüllen noch? Ich glaube aber, wenn es wirklich ein Boss ist, dann wird es bestimmt wieder automatisch aufgefüllt. Das war in der ersten Welt nämlich auch so bei dieser Tyrannia-Pflanze. Tyrannia hieß die, glaube ich, wirklich. Nicht Piranha. Wie kann ich dich befreien? Damit ich gegen dich kämpfen kann. Ich will dich befreien, um dich dann zu töten. Das ist ja ganz normal. Wo macht man das? Ich habe noch nicht das System verstanden. Von oben einfach drauf. Das sah jetzt auch nicht so aus. Er hat hier nur den... Moment, ich kann... Ach genau, so war das. Ich erinnere mich daran, dass ich da lange gebraucht habe, um das rauszufinden. Diesmal ging es schneller. Ah. Und einen Korken im Maul. Hat er zu viel gesoffen? Ich glaube, da musste ich einfach den Korken nehmen, oder? Deine Hände rutschen von der flutschigen Tinte ab. Ich glaube, dann weiß ich, was ich tun muss. Jetzt kann ich dran. Das war der Falsche. Finde einen Weg, ihn zu bekämpfen. Danke für die hilfreichen Ratschläge. Aber wenigstens nervt er nicht wie Pfei und ich kann erstmal gar nicht weiterspielen. Ach so, ich ahne schon. Ich muss erstmal mich um die Arme kümmern. Das ist schon mal schwer. Schwerer. Habe ich jetzt schon was geschafft? Nimm doch einfach mal. Habe ich es kaputt gemacht? Nimm's. Jawohl. Boah, ist das grausam, das Spiel. Ugh. Heute gibt's Fisch auf dem Tisch. Na. Jetzt hier. Nein, 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 nicht schlagen. Ich will doch nur dein Ärmchen. Reicht man ihn. Einen Finger nehmen sie die ganze Hand, ne? Kennt man doch. Gut, erstmal drauf. Hüpfen. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Jam, jam, jam. Das passiert nämlich, wenn ihr zu freigebig seid. Nur so ein weiser Rat vom alten Mann. Der bald in den Let's Play Rente geht. So. Ich glaube, die Musik ist immer gleich, aber die ist trotzdem
cool. Nein, jetzt. Mario 64 habe ich mich sicherer gefühlt, was die Steuerung angeht. Hier ist es halt neu. Genauso. Ich weiß gar nicht, ob das der hier auch unbedingt ab muss, aber dann ist es vielleicht am besten. So, jetzt hast du keine Chance mehr. Oder kriegst du gleich neue Arme? Bestimmt. Dreimal müssen wir das dann machen. Ah, das war's schon. Dann war er ohne. Moment, nimm's. Boah, das war knapp. Es war mir so klar, der will doch dem Nintendo-Beispiel folgen und immer dreimal seine verdiente Strafe abholen. Er lässt sich einfach mal neue Arme wachsen. Wie so ein Wurm, der mehrere Schwänze hat. Also nacheinander, nicht gleichzeitig. Na, jetzt bleib doch mal hier. Dann schlag doch nur noch. Schlag mal nach mir. Schlag doch mal noch. Ich kann auch erstmal dein Gesicht. Ja, war klar, dass sich das aufregt. Na, seid ihr froh, dass ich dich sauber mache? Der Korken ist jetzt weg. Und der. Oh, der Arme. Okay, zweimal reicht. Oder mutiert er jetzt nochmal? Ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel für Sauberkeitsfanatiker. Können sich hier austoben. Nimm's. Nein, ich kann auch nicht kicken in der Luft wie in Mario 64. Das ist alles noch ein bisschen ungewohnt für mich. Dafür habe ich diesen Sprung, den ich kaum verwende. Bisher. Der aber durchaus einiges zu bieten hat. An Möglichkeiten. Jo! Diesmal habe ich es nicht gesagt. Bisher immer. Was? Okay. Da war ein Speicherfehler, aber macht nichts. Ich kann auch anders speichern. Kein Problem. Okay, ist es heller geworden? Teilweise, ne? Da fährt das Schiff weg. Wo fährt das Schiff denn hin da hinten? Das Boot, das lag hier vor Anker. Nochmal in dasselbe Level, oder? Ja. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Da kann man schon reingucken. Yay. Da weiß man ja schon, was man machen muss. Da sieht man schon alles. Trotzdem beim nächsten Mal. Bis dahin.